ist er wieder, eure Katrin, mit einem neuen Review für euch. Und das nächste Jurassic Park Modell ist auf dem Review-Tisch von Kenner. Und zwar der Young T-Rex mit der Nummer JP06 aus der Serie 1 von 1993. Codename Young T-Rex, hat seinerzeit damals 59 D-Mark gekostet. Also auch nicht gerade günstig für so ein Modellchen. Und ich weiß noch, damals musste ich mich entscheiden zwischen zwei Modellen, die ich unbedingt haben wollte. Entweder der Triceratops oder den Young T-Rex. Den anderen gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, als Weihnachtsgeschenk war das gedacht. Und ich habe mich letztendlich doch für den Triceratops entschieden. Und dieses Modell, das weiß ich zumindest noch, habe ich irgendwann mal auf eBay ergattert. Diesen Young T-Rex gibt es auch nochmal in anderen Kolorationen. Also ich habe bis jetzt zwei weitere gesehen. Einmal in sehr, sehr dunkel. Ja, also das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Wenn ich den irgendwo finden sollte, werde ich mir den auch noch zulegen. Und dann nochmal so in der Farbe hier leicht orange. Aber dann hier statt der dunklen Streifen helle. Und dann hat er auch noch so eine hellere Augenmaske, meine ich mich zu erinnern. Und ein weißes Auge, glaube ich. Also auch sehr, sehr schön. Also den dunklen Young T-Rex würde ich mir auch gerne noch holen. Doch kommen wir erstmal zu dem Schätzelein hier. Er hat so keine besonderen Funktionen. Es ist ein reines Gummimodell hier wie die anderen auch schon. Ne, wenn man hier so drückt, öffnet sich höchstens das Maul. Ja, das ist eben so. Ne? Hat hier noch ein Bundstück. So sieht das dann aus. Kann man dann wieder so reinsetzen. Das sieht allerdings so aus, ja, als wenn dieses Stück hier mal Hitze ausgesetzt war. Es sieht so ein bisschen geschmolzen aus. Im Original, also im unversehrten Zustand, wirkt es doch auch recht zerfurcht und so weiter. Aber hier sieht es so aus, als wenn da mal Hitze eingewirkt hat oder so. So leicht angeschmolzen. Ja, ansonsten stehen kann der hier recht gut. Ne? Also das tut er fabelhaft. Ist ein schönes kleines Modellchen. Ja, mit schön definierten Körperpartien hier, wirklich sehr, sehr schön. Und auch überhaupt der Schwanz hier hinten, ne, alles sehr, sehr weich, sehr flexibel. Ja, hier unten hat sich die Naht etwas eröffnet, aber das scheint auch kein Einzelfall zu sein. Das werde ich mal irgendwann wieder kleben. Ne, dann seht ihr gleich, wie der von unten so aussieht. Die Arme sind ebenfalls beweglich hier bei dem, die Beine nicht. Den kann man nicht positionieren, wie man gerne möchte. Ja, und dann kann ich ihn euch gleich nochmal komplett von oben zeigen. So sieht er dann also aus. So einmal von vorne. Ja, also macht auch gut was her. Und das wäre er dann nochmal komplett von hinten zu sehen. So, und hier haben wir dann mal die Nahansicht des Kopfes. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Schöne Strukturen werden hier sichtbar. Schöne Beschuppung. Das Maul kann dann doch recht weit öffnen. Hier ist ja alles recht flexibel. Ja. Die Zähnchen sind auch sehr schön gemacht. Die Zunge ist recht schlicht. Der Oberkiefer ebenso. Und ist halt nur so eingeklebt. Er hat ebenfalls wie der Treasure T-Rex ein gelbes Auge mit einer kleinen schwarzen Pupille und ein paar weißen Glanzpunkten darin. Hier so ein paar kleine Nüstern. Einen sehr kräftigen und kurzen Hals. Ne, also man sieht hier lauter so kleine Äderchen und so weiter. Wirklich absolut fantastisch modelliert worden damals. Sehr, sehr schön. Der Hals hier hat er noch so eine kleine Kante. Das finde ich auch immer sehr, sehr neckisch. Und dann haben wir hier so das Körperchen. Ne? Hier werden auch so viele Details sichtbar. Ich denke eher, das nimmt so ein bisschen Bezug auf das Wundstück auf der anderen Seite, dass es in etwa gleich aussieht. Dann haben wir hier die beweglichen Ärmchen. Ne? Sind auch absolut fantastisch gemacht. Er spreizt so richtig die Finger, die Krallen sind sehr schön definiert hier, also ist wirklich absolut top gemacht. Hat eine recht kräftige Brust, muss ich sagen. Machen wir das andere Ärmchen. Die Krallen sind leider nicht koloriert, sehr, sehr schade. Da haben wir dann das Wundstück nochmal, ne? Das hier so ein bisschen aussieht, als wäre das ja, so leicht angeschmolzen worden. Oh, hier zeigen sich dann so ganz hellbraune Streifen noch. Auf dem doch recht hellen Körper. Das Körperchen selber ist ja eher so in einem hellen Braun gehalten. Das kommt hier in der Kamera eher rötlich rüber, aber es ist eher so ein helles Braun. Hier haben wir dann also den kräftigen Oberschenkel. Na, so herrlich lederne Strukturen hier und auch die Muskelpartien sind schön angedeutet. Hier schlägt sich die Haut auch nochmal in Falten so über dem Knie. Na, auch das ist nochmal schön gemacht. Hier sehen wir dann also die Kennnummer, ne, JP06.
Und dieses herrlich gestaltete Füßchen hier. Wirklich absolut fantastisch. Sehr, sehr schön gemacht. Und darauf kann er sich auch sehr gut halten. Ja, einfach top. Nochmal die andere Seite. Das sieht doch spitzenmäßig aus, ne? Auch die Beschuppung hier. Wirklich fantastisch. Diese Krallen sind wieder koloriert. Ist halt schade, dass es hier bei den Krallen nicht der Fall ist. So, dann kommen wir hier zu dem Schwanz. Der ist wirklich sehr schön gemacht hier, ne? Also teilt sich hier so in Segmente. Ne, da oben ist es recht gezackt. Wirklich absolut top gemacht. Das waren noch schöne Merchandise-Artikel damals. Ne? Oh ja. Also hier ist auch absolut top, ne? Fantastisch. Viele Falten hier in der Haut. Hier sieht man, wie sich hier die Fuge eröffnet hat. Ich denke, das kommt im Laufe der Zeit und dann löst sich der Klebstoff. Aber das ist alles nicht schlimm, das kann man alles wieder hinbekommen. Ja, ein bisschen Kleber dazwischen und dann ist das, sollte das wieder gut sein. So, hier wirft sich die Haut nochmal so über den Rippenbogen. Ja, sieht aus, als würde hier so der Brustkorb lang gehen. Sehr schön gemacht, eine scharfe Kante hier zum Oberbau. So, dann haben wir hier den Hals und nochmal das schön definierte Unterkieferchen hier. Ja, das wäre nochmal der Oberkiefer. Ja, man kann es recht weit biegen. So sieht es dann also im Maul aus. So. Da war einmal den Kopf von oben. Ja, auch viele schöne Details. Also das sind noch Modelle, die wurden echt mit Liebe gemacht. Ne? Das sieht man. So, der Rücken von oben. Ja, das ist wirklich hier so drachenartig, fast schon krokodilartig hier so angelegt, ne? Sieht schon ziemlich top aus. Hier läuft so die Wirbelsäule lang. Ne? Man sieht hier den Beckenkamm. Wirklich sehr schön. Es wirkt hier wie so eine Panzerung fast schon. Ja, wirklich absolut top. Schönes Modellchen. Wirklich absolut fantastisch gemacht. Und ich freue mich echt, den hübschen kleinen Kerl hier in meiner Sammlung zu haben. Und wenn ich dann noch das dunkle Gegenpart dazu bekomme, dann bin ich echt happy. Ne? Selbst den dunklen habe ich in zwei Ausführungen gesehen. Ich weiß nicht, ob das einfach Farbvariationen sind oder ob das so gewollt war. Ja, dann zeigt er bis hierhin so eine sehr, sehr dunkle Färbung und darunter ist er richtig gelb und dann wieder ein, der komplett dunkel ist. Am ganzen Körper, ne? Wo sich das nur ganz geringfügig unten auffällt. Habe ich verschiedene gesehen, ja. Und die Haut bei dem Modellchen ist komplett aus Gummi, ne? Also er ist vollständig soft hier, ne? Ein richtiger Softie ist das. Er hat halt nur ein paar härtere Bestandteile innen drin, was ihn so ein bisschen stützt. Nur die Ärmchen sind aus Plastik, aber auch die sind teilweise flexibel. Ne? Wirklich sehr schön gemacht. Herrliches kleines T-Rex-Modell. Wunderschön. Der ist einfach top gemacht, ne? Und das müsste der erste gewesen sein. Diese Koloration hier war wohl der erste. Und die dunklen waren einfach Repaints davon. Würde ich mal sagen. Also falls ich mich irren sollte, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ne? Oder mich gerne berichtigen. Aber ist er nicht schön? Ist er nicht hübsch? Ist das nicht ein hübsches kleines Kerlchen? Tja, ihr Lieben, und das ist er also, der Young T-Rex von Kenner von 1993 aus der ersten Serie. Ein wunderschönes kleines Modellchen. Und wer weiß, wenn ich ein zweites Modell davon haben sollte, in dunkler Farbe, dann stelle ich die natürlich auch noch hier vor. Bis dahin klinke ich mich erstmal wieder aus. Schaut nochmal in die Videobeschreibung, da findet ihr meinen Facebook-Link, Twitter-Link, Instagram und so weiter. Würde mich freuen, wenn ihr mir auch dahin folgt. Und dann, wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, eure Katrin.